Moin und herzlich willkommen zu Skull and Bones. Ja, ist einiges passiert in der letzten Zeit so. Die letzte Aufnahme ist schon über eine Woche jetzt, glaube ich, her. Vor euch ist das ja alles an 2 Tagen entstanden, so mehr oder weniger. Und ja, missionstechnisch hat sich nichts getan. Wir haben nach wie vor, ne, unsere Mission hier. Wieder weitermachen, wenn ich bereit bin. Das bin ich. Im Ruder hat sich was getan. Hier habe ich fast alle. Den kriege ich irgendwie nicht. Fehlt es mir irgendwie zu. Bekomme ich nicht, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich habe auch nicht mehr alle am Laufen. Hab meine Punkte, habe schon ordentlich Punkte gemacht. Ja. Man sieht, Nichts geht Season über endet den in Duft der 85 schneidenden Tagen, Kurzsilben in der beziehungsweise Luft der morgen. Schara. Herrlich. Ja, können wir kurz reingucken. Das ist jetzt ja die, ja, das Nachrichten Laboratorium, nicht die abzustellen, Brennerei. Vorsicht. Und hier stellen wir ja unser Opiumzeug Willkommen. her. Das braucht noch ziemlich lange. Ich habe aber auch schon ordentlich was hergestellt. Ja, ich habe ein bisschen Sie gesammelt. kommen immer wieder. Des Weiteren habe ich ein bisschen Geld gefarmt. Naja, farmen kann man das nicht nennen. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. So. Raus hier. Gehen wir zu Rama. Wir können mal kurz gucken, wie viel Geld ich habe. Ich habe 453.000. Ohne Probleme. Konntest du keinen ruhigeren Ort aussuchen? Ja. Wo sind wir denn hier gerade? Wo muss ich denn hin? Zur alten Rama. Da hinten irgendwo, ne? Wenn ich mich nicht irre, genau. Das Schiff gucken wir uns auch gleich an. Es sich ein bisschen geändert. Nur ein kleines bisschen. Damals in Rempa kletterten Und ja, Rebellen. Aufnahme habe ich geändert. Jetzt wird das Bild aufgenommen, wie man sieht. Und nicht mehr das Spiel Lasst uns selber. Ärger stiften, Captain, es ist, als wärt ihr dafür geboren. Stellt euch ihre Überraschung vor. Der Wind hat sich gedreht. Ja, Treter oder werde getreten, Ja, ne? es widert mich an, dieses Spiel mitzuspielen. Aber wir haben es uns nicht ausgesucht. Doch ich schweife ab, wie so oft, wenn ich glücklich bin. Und heute habt ihr mich sehr glücklich gemacht, Captain. Ihr betrachtet eine Truhe mit Dingen, die man bei der Gesellschaft als Schätze ansieht, weil man sie verkaufen kann. Doch nur mein Volk weiß sie wahrhaftig zu schätzen. Ich bin dankbar, dass ihr sie unversehrt zurückgebracht habt. Deshalb arbeite ich so gerne mit euch. Selektiver Anstand, gelegentlicher Stolz, nicht durch und durch verdorben. Das sind nicht irgendwelche Dinge. Sie halten unsere Kultur am Leben. Dafür vergieße ich jeden Tropfen Blut und Tränen. Okay. Alles klar. So, da haben wir jetzt wieder was. Benötigt Werkzeuge, Brechstange Nummer 3. Alles klar. Endlich kommt jemand nicht nur, um zu lästern oder zu jammern. Ich schwöre, den nächsten, der sich beschwert, binde ich an den Bauch einer Kuh. Entschuldigt, es ist, als würde ein Gamelan in meinem Kopf spielen. Ihr wisst sicherlich, wie es ist, eine Mannschaft zu bemuttern. Eine Mannschaft sorgen kann mühselig sein, Vervielfacht ja. diese Qualen, dann wisst ihr, wie es ist, sich um eine Flotte zu kümmern. Meine Bootsfrau sagt, ich soll fürsorglicher sein. Was soll das denn heißen, dass ich die Gesellschaft von den Inseln prügeln soll? Es gefällt mir nicht, aber sie hat recht. Wir essen seit Wochen faden Haferbrei. Wir haben Waffen, aber kaum Vorräte. Mit euch kann ich den Gewürzhandel wieder kontrollieren, mehr Gewinn machen und die Beschwerden eindämmen. Meine Gesandten haben Fässer mit Gewürzen, die ihr hierher schmuggeln müsst. Man braucht viel davon, um den Gestank der Wirklichkeit zu überdecken. Na dann, kein Ding. Als Anführerin ist man einsam,
Aber Einsamkeit ist das Einzige, das ich kenne. Was soll ich da groß zu sagen? Setzen wir Segel. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Dann machen wir eine Schnellreise. Wir sind ja ganz schnell. Ja, ich glaube, ich habe alle Schnellreisepunkte inzwischen. Und von daher kein Ding, ne? Wir gucken uns kurz nochmal das Schiff an. Schiff erhalten. So, wir haben natürlich eine 11. Klar. Waffen. Habe ich vorne immer noch den blauen Geist. An den Seiten habe ich inzwischen Skurlocks lange Neuner auf beiden Seiten. Das kostet insgesamt dann 2000 goldener Schädel rum. Das entspricht 4000 weißer Schädel rum. Am Heck habe ich, ja, das schöne Teil. Habe ich mir vorhin gebaut. Ne? Das Ding hat hier halt noch die Spezialsachen. Und am Heck habe ich einen Leopard Nummer 3. Der Leopold, natürlich. So. So viel zur Bewaffnung. Zur Panzerung habe ich halt königlicher Verwalter. Irgendwann ist wieder raus. Ausstattung habe ich hier einmal, dass ich meinen Rumpf wiederherstellen kann. Dass die Vollkanonen schneller schießen. Mörser, Multiplikator, Elementarschaden. Ja, dass man hier nicht so hinkommt, finde ich doof. Brandschaden gegen Schiffe. Und mein Flammenwerfer hat mehr Reichweite. Wobei ich das wahrscheinlich austauschen könnte. Gegen Bombarde. Wirkungsbereich der Bombarde um 10%. Ja. Finde ich in dem Fall besser, Segel setzen. Weil wir jetzt hier eine Bombarde inzwischen haben. Nach hinten zwar, aber warum nicht? Los geht's. Segel, los! Holländer streifen durch diese Gewässer. Die Gewürze müssen in einem nahen Wrack sein. Das ist ja kein Problem. Gucken wir mal. Das wird irgendwo da vorne sein. Da sind 4, 6, 8 Wracks. Da geht's hin. Kein Ding. Ja, Schiffe habe ich mir auch so gut wie alle gebaut, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hab da so ein paar Optionen gefunden, die ich aktiviert habe vom Spiel. Dass ich mir halt anzeigen lassen kann. Fernrohr bereit, Captain. Wir müssen das Schiff der Handelsgesellschaft mit Ramas Gewürzen finden. Dass mir halt angezeigt wird, was ich, was die hier machen. Die Jungs. Ob die mich anvisieren oder irgendwie sowas. Segel einholen. Ja, das ist schon ganz praktisch. Oder wie viel ich noch, oder wie viel ich noch brauche, bis sie brennen. Oder die Segel weg sind oder so. Finde ich sehr interessant. Die Möglichkeit. Das kann ich nicht plündern. Spiel. Das ist hier noch wer. Wahrscheinlich. Naja, nicht weiter wild. Wir können hier ein bisschen was so. Na, guck mal, der da vorne. Ist auch ein Spieler. Er sammelt gerade. Das ist natürlich jetzt blöd für mich. Schiffe, da hinten! Dass Segel ich jetzt hier vielleicht nichts kriege. Bon travail. Gut gemacht. Eine Kiste habe ich ja. Lasst uns den Wind fangen. Mehr Segel. Aber wenn das Arschloch hier auch rumschwimmt, packt mich das natürlich ab. Weil ich kann die Dinger nicht looten. Da, wo er dran war. Nicht wahr? Ein Brat! Aber hier komme ich nochmal ran. Los jetzt! Die Arbeit macht sich nicht von allein! Ja. Bla bla bla. Alle Segel in den Wind! Wir haben, was wir brauchen. Versenken müssen wir auch noch was. Fahren wir mit der Ware zurück. Doch gelogen. Haben wir auch gar nicht alles, was wir brauchen. Wer den da platt machen oder was? Dann machen wir sie einfach weg. Irgendein Bergungsschiff müssen wir killen. Mache ich sehr gerne. Den zünden wir doch weg. Vollgas drauf. So, die machen jetzt natürlich auch mit. Kein Problem mit.
Den senke ich mal kurz weg. Jetzt kommt der Einsatz der langen Neuner. Die sind nämlich richtig krass. Und natürlich noch unsere alte Bombarde. Da sieht man jetzt die Zeichen oben drüber. Ne? Weil ich sie entern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Oder wann sie anfangen zu brennen. Leuchtsignale! Die verstellen sich gerade gegenseitig. So, kein Problem. Die sind natürlich schon ziemlich mächtig, ne? Genau, es sind auch noch für die Kanonen. Oh, da habe ich dahinter gezählt. War nicht so schlau. Er sinkt. Weil er verbrennt auf jeden Fall ein bisschen. Und so können wir einen Flammenwerfer. Wenn wir nämlich auch benutzen, ne? So. Die Gewürze haben wir. Jetzt müssen wir es nur noch wieder abliefern. Also machen wir das mit Schnellreise. Da, auf Steuerbord! Jojo, alles leicht, kein Ding. Kein Ding. Ups, falsche Taste. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Wer ist denn da um die Ecke? Den nehmen wir natürlich mit. Der kriegt jetzt erstmal richtig. Macht euch bereit für den Kampf! Wir dürfen ja, mach mal. Ihr stellt euch auf! Flucht ist zwecklos! Zeilen wir uns wieder. Das war nämlich mein Ziel. Ja, ja, ist sehr gut. Bleib ruhig. Und dick. So, abfackeln. Wir haben nämlich ganz gut Geld dabei. Nicht, dass ich das jetzt brauche, klar. Aber besser haben als brauchen. Wie man da ja gerade so schön sieht, ne? Der hätte mich jetzt versucht zu holen, aber ich sag nein, mein Freund, ist nicht. Hat dir gezeigt, wie man schwimmt, hm? Reparieren, Schnellreise, dahin. Noch ein Schlückchen. Die Geißel der Freibeuter. Genau, die Geißel ist da. So ein Freibeuter hat euch nichts entgegenzusetzen. Und wir bewegen uns schnell zurück. Zu unserer guten da oben. Der alten Rama. Rama Ding Dong. Diese Ruhe macht mich nervös. Ah, Rama weiß schon. Ja, die ganze Zeit die Hand an dem Griff da, da hatte ich auch keinen Bock drauf da. Heute sind alle Augen auf euch gerichtet. Wie immer. Die Geschichten eurer Heldentaten begeistern die Massen. Weiß ich jetzt ja nicht. Ich würde euch für die gute Arbeit danken, aber wie es scheint, habt ihr Gefallen am Gewürzschmuggel gefunden. Heute Nacht schlemmen die Ungebundenen und ich kann endlich schlafen. Ich kenne Händler, die 5-mal so viel für Muskat zahlen wie die Holländer. Die Orankaya verschenken es förmlich. Das habe ich vor. Sie behandeln unser Muskat wie Säcke mit Kuhmist. Die Welt ist süchtig nach unseren Gewürzen und die Gesellschaft tut so, als täte sie uns einen Gefallen, indem sie sie uns abnimmt. Wir haben nur eine Ladung geschmuggelt. Stellt euch vor, wie reich wir wären, wenn wir so weitermachen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, natürlich. Wissen wir das. Dann haben wir 1000 Punkte dazu bekommen. Noch ein Steuerrad, ein paar Verschönerungen. Die sieht man eh nicht. So, was lernen wir da denn dann? Ja, eine Stufe 2er, Segelding, alles klar. Bin ich mal gespannt. Ihr seht mich an einem Tiefpunkt, Captain. Ja, wie immer. Ich war die ganze Nacht auf, aber nicht, um zu feiern. Ich wünschte, es wäre alles ein böser Traum.
Gestern haben die Holländer die Sultana hingerichtet. Ein Spektakel für die Weißen. Dann gaben sie ihre Leiche frei. In der Marine lehrte man uns, dass sich gute Anführer nicht von ihren Gefühlen leiten lassen. Sie nehmen den Krieg nicht persönlich. Tja, die Marine hat recht. Anführer sollten nichts überstürzen, hm? Meine Feinde sagen, weil ich die Holländer provoziert habe. Ein Gespinst aus Lügen. Die langweilige Wahrheit erzählt von einem Bündnis zwischen Männern und ihrer Gier. Sie töteten sie, um mich einzuschüchtern. Seht ihr, wie persönlich dieser Krieg ist? Sie wollen zwei Leichen in diesem Grab und glauben, sie können mich gleich mit ihr beerdigen. Ein Schiff meiner Ungebundenen segelte heute früh in die Hauptstadt, doch es kam nicht zurück. Ich muss jemanden schicken, der sie überrascht und ihre Kriegsschiffe in Friedhöfe verwandelt. Überbringt meine Rache mit euren Kanonen. Holt die Sultana heim. Wenn sie in Frieden ruht, sprechen wir weiter und entscheiden, wo die Zukunft uns hinführt, Captain. Mhm. Darf also wieder Krieg spielen. Na, kein Ding, ne? Sprecht mit den Einheimischen. Der Klatsch kann sehr hilfreich sein. Natürlich. Segeln wir mal zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Schnellreise. Und der ist dort. Haben wir denn eine Schnellreise in der Nähe? Ob ich jetzt dahin gehe oder von hier aus segel? Das ist, glaube ich, egal. Das heißt, wir segeln direkt. Schnappsegel! Und schauen mal nach, was da hinten so Lama los ist. Lama hat uns die letzten bekannten Koordinaten des Konvois gegeben. Halten wir Ausschau nach den Ungebundenen, Captain. Dann gucken wir mal. Das sind gute 4 Kilometer. Sollten wir also schnell erreicht haben. In der Nähe, mit sehr wertvoller Ladung. Ja, da ist natürlich wieder mal na, ganz wichtig mitzunehmen. Aber der fährt nicht so schnell, wie ich dachte. Schießt, Leute! Dann machen wir noch anders. Holt euch ihr Silber! Ne, Freunde. Heute sterbt ihr wie Hunde! Muskaten! Ach nee, Musketen sind es ja, nicht Muskaten, ne? Schabulier! Feuer! Wir sinken jede Sekunde! Er fängt sich gut. Lasst ihr unseren Zorn spüren! Getroffen, das spürt nichts mehr. Wir haben sie da, wo der wir sie weg. Greifen wir sie an! Wir haben nicht mehr viel verloren. Nur die Munition eigentlich, weil das bisschen da an Lebenspunkten ist kein Problem. Da müssen wir jetzt langsam mal schon in Reichweite kommen, ne? Wird wahrscheinlich irgendwo da hinter dem Felsen sein. Ist gar nichts. Nicht ein. Aha. Ups. Holländisches Kriegsschiff! Was kann das sein? Feuer frei. Da senken wir die Scheiße. Schnell! Das sollte die verlangsamen! Ha! Ich hoffe, sie und die Holländer. Wir sollten den Ungebundenen helfen. Ich hab sie beide vernichtet. Wollen wir langsamer fahren hier kurz? Kommt schon. Hier muss einfach eine Notiz sein, da. Lesen. General Van Knickel. Hier gibt es nur einen General, das bin ich selber. De Vries. Mhm. Sehr schön. Suche die Mannschaft in der Umgebung. Da. Beim zerstörten Leuchtturm. Sollte jetzt ja auch nicht das Problem sein. Einmal volle Wände. Jetzt noch da oder dahin fahren, ist auch egal. Wir fahren jetzt nur noch da.
weil wir den Wind dann im Rücken haben und so wesentlich schneller unterwegs sein können, als wenn ich jetzt entgegengesetzt fahren würde. Das wäre ein bisschen, naja, ne? Können wir uns mal ein bisschen das Schiff hier angucken. Da sieht man die langen Neuner von Skurlock sehr gut, ne? Die sehen sehr gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Hinter mir die Kanonen, naja. Die Leopold 3, ne? Geht so, ne? Aber, naja. Spektakulär sind leider alles nicht so. Da geht noch was, denke ich mal. Mal gucken. Morgen beginnt die neue Season. Beziehungsweise die neue Woche, wie auch immer. Ich weiß noch nicht so genau. Muss ich mal gucken, was das ist. Ich habe selbst nicht mehr so viel gespielt. Also halt um die Achterstöcke zu farmen. Mehr nicht. Habe ich inzwischen auch ganz gut geschafft. Weil ich ja das Schiff habe. Die Sambuke da, dieses Feuerschiff. Ich habe leider nur noch nicht die dementsprechenden Mörser. Dafür brauche ich 450 von diesen anderen Punkten, ne, wo ich 240 Grad von habe. Denn da habe ich mir schon was von gekauft. Weiß aber gar nicht mehr, was das war. Das ist der, ne, der Rumpf war es nicht. Was habe ich mir denn davon gekauft? Weiß ich nicht mehr. Das ist ein Außenposten, wenn ich mich nicht irre. In Fahrtrichtung! Genau, das ist ein Außenposten, da irre ich mich auch nicht. Da gehen wir mal kurz an Land. Und direkt wieder in See stechen. Schnellreise. Zum Leuchtturm. Da kenne ich mich ganz gut aus. Da verkaufe ich nämlich immer meinen Wein. Mein Wein? Ja, mein Wein. Janita hat dir gezeigt, wie man. Nein, Segel setzen bitte nur. Und dann geht das auch schon los. Was ist mit dem Forter los? Ist er völlig zerbombt? Lass die Fahrt aufnehmen! Völlig zerstört. Sieht irgendwie nicht gesund aus. So sieht das eigentlich nicht aus. Bin ich ehrlich. So, was ist jetzt hier? Suche nach der Mannschaft hier. Wir haben sie, Captain! Da drüben! Da denke ich den jetzt einfach mal. Lass uns nachsehen, was sie vorhaben! Feuer! Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Hölle! Diese Feiglinge wollen Hilfe rufen! Worauf warten wir? Eine rufen nichts mehr. Entern wir sie! Ich denke mal, dass das da das Schiff ist. Saubere Arbeit! Was soll ich machen? Plündern soll ich was? Ich soll einen Laden plündern. Den da. Okay. Dann plündern wir was. Weil wir schon ewig nicht gemacht. Weil gerade hier ist das ja ein übelster Krampf. Weil hier so viele Schiffe sind. Das Fort ist auch schon im Arsch. Aber das muss ich zum Glück auch nicht, weil das ist das Fort hier vorne und ich muss eins weiter hinten. Ja, genau das, wo diese 10.000 Schiffe sind da. Was ist da hinten? Das wüsste ich auch gerne, was da hinten los ist. Wieso das so viele sind? What the fuck? Und die hier werden auch noch alle kommen. Da ist ein Schiff! Ja, das ist nicht nur ein Schiff, Leute. Da sind ja hunderte Schiffe. Müsste mich mit 6 oder so anlegen. Das ist heftig. Richtig heftig. Auch für meine Verhältnisse. Weil so schnell kriege ich die nicht down, glaube ich. Ja, mal gucken. Da müssen wir rein. Wir könnten uns sogar in Ruhe lassen. Wenn ich das richtig sehe. Da hinten ist noch ein Spieler. Was hat er an Bord? Na, nichts Wichtiges. So. Wir sind drin. Und wir gehen jetzt in den Krieg. Ich sehe eine Flottille! Captain, auf Steuerbord! Was denn? Lass doch mal die Schiffe in Ruhe. Die stehen da jetzt auch alle, ne? Soll ich die vorher versenken? Die Segel bergen!
Weiß es gerade nicht so genau. Wir haben auf jeden Fall fucking viele Türme. Das heißt, ich werde mich jetzt schon mal ausrichten. Bin ja nicht doof. Nach hinten mit dem Arsch. Ich werde jetzt die Bombarde beginnen. So. Den langen Neuner legen los. Da muss ich wesentlich höher mitzielen, aber das ist so eine Sache, da muss man erstmal lernen. Weil so lange habe ich nämlich die noch nicht. Alle bereit! Jetzt knallt's, glaube ich. Das knallt ordentlich. Das geht jetzt alles ins Schiff, was jetzt kommt. Und wer bist du denn? Oh. Ja, jetzt gibt's aufs Maul, glaube ich. Weil die Türme halt ballern auf Doom hier. Und die sind nicht ohne. Wenn ihr sieht. Gebe denen zwar. Aber nicht gut. Ich muss ihn, ist noch nicht wieder feuerbereit, scheiße. Ich muss erstmal, glaube ich, ein Schiff zerlegen, beziehungsweise die Dienstschiffe. Boah, jetzt kommen nicht echt alle Schiffe, oder? Oh, nee. Was geht denn jetzt ab? Was habe ich mir da denn jetzt angelacht? Ja, ich muss mich jetzt mit Heilung am Leben halten. Auch wenn ich es schon von 100-fach versenkt hätte. Das ist so dumm. Ich will es nicht entern. Naja. Soll ich machen. Ich muss noch so lange wie möglich aushalten. Repariert doch mal den Rumpf! Genau, bis jetzt. Feuer öffnen! Habe ich drüber geschossen, das war nicht gut. Bald schwimmen sie mit den Fisch. So, die sind auch bald weg. Mit ihrem Blut. Kann doch nicht schießen. Die Mörser müssen halt arbeiten. Und alle anderen Geschosse, die ich habe. Sonst wird das nichts. Das geht auf jeden Fall sehr gut rein. Das war gut. Jetzt Mörser einsetzen. Für die Türme. Drehe hier noch ein paar Runden im Kreis. Der Hit war wichtig. Aber ich sehe da was, was mir nicht gefällt. Ob ich der da. Der muss jetzt mal abfeuern. Das ist nämlich so ein kleiner Scharfschütze. Ja, ich kann einfach Musketen abfeuern. Das war gut. Habe ich ein Schiff vor meiner Nase, dass ich hier nicht wegkomme. Oh, ich kann nochmal Musketen feuern. Wunderbar. Kann ich heilen, ne? Weißt du? Das kann ich mit heilen. Und Heilung ist gerade alles. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn das machen? Ich kriege ja die Türme nicht kaputt. Ich aber nicht dazu komme, um die platt zu schießen. Das wird heavy. Das wird richtig, richtig heavy. Ich muss jetzt mal anfangen, erstmal mich auf die Türme zu konzentrieren und mit meinen Heckgeschützen und so die Bombarder zu starten. Bereit machen. Boom. In der Hölle schmoren wäre auf jeden Fall ganz gut. Bei dem könnte ich mich bullreggen. Ein bisschen. Musketen abfeuern.
Ihr Schweine, sagt sie. Positionen einnehmen! Deckung läuft. Oh, hallo. Entern, klappt nicht. Egal. Ich feuer weiter. Oh ja. Völlig drin im Bombarder. Ja, ja, mach mal ruhigen jetzt hier. Ich mach jetzt Progress. Jetzt einigen Schiffen gut gegeben. Oh Gott, das dauert ja ewig, bis ich nachgeladen habe. Das ist ein bisschen heavier, oder? Ja, ich nicht rechne, dass ich das noch machen muss, so hart. Muss ich doch hier mal feuern wieder. Den Turm versenken wir jetzt mal. So. Vielleicht kriege ich jetzt doch mal die Schiffe weg. Alle festhalten und ab in den Wind. Geht mal unseren Rumpf flicken! Ja, ich will ja gerne, aber mein Schiff sagt einfach mal, ne, du wirst jetzt nicht heilen. So, jetzt geben wir den Turm da mal ein bisschen. Muss mal ein Schiff hier loswerden. Feuer. Machen wir weg. Achso, jetzt kann ich ihn nicht mehr. Schlachten wir die Maden ab, natürlich. Ich sagte, jetzt werden ein bisschen die Türme dezimiert. Achtung, die lassen Feuer auf uns regnen! Sollen sie Feuer regnen lassen? Der Turm ist gleich weg. Ich müsste eigentlich in die andere Richtung gerade schießen. Glaubt ihr wirklich, aber ihr könntet das noch gewinnen? Da kommt einer gerade, der ein bisschen Musketen ballern will. Der hat drüber geschossen, ich bin dumm. Gute Arbeit, Kapteni! Ja, der fängt sich. Der hat sich auch gefangen. Soll noch Musketen abfeuern? Halten. Jetzt zerstören. Ausrichten, Sekunde. So. So. Ich habe wieder einen Turm weg. Kann ja in der Tat was werden. Schiffe. Muss halt die Türme loswerden. Sind hier irgendwie überall, habe ich das Gefühl, oder? Echt so das Gefühl, als ob ich hier gegen 100 Türme spielen muss. Ist ja wie snipen. Ist ja nicht so einfach. Musketen. Das ist leider aus der Range gefahren, leider. Der ist von meinem Bug. Sind wieder 100 neue Schiffe da. Noch so viel Munition habe ich nicht dabei. Für den ganzen Kram hier. Blut ist zwar auch ein bisschen Moon, klar. Aber so viel Muni habe ich einfach nicht. Musketen, 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 Leute. Alter, gut, dass ich das alles hier reinknallt. Warum ist auch weg? Alter, ihr seid aber auch hartnäckig hier. Feuer! Hey, guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen machen soll. Gib Gas. Alle festhalten! Boah, ey. Das ist mit der Seite der Kanonen. Die gehen nicht. Alle rumpft da schon besser aus. Gehen wir näher ran. Ha, ihr Schiff geht weit runter. Junge, Junge. Geht hart aufs Schnauzen hier. So, aber sie saufen jetzt auch gut ab. Die Türme hier. Feuer eröffnet! Die kriegen jetzt.
Den Turm geben wir jetzt. Eck her, Feuer. Und die Kanonen wieder. Die langen Neuner. Da sind ja nicht ohne Grund lange Neuner. Ich glaube, wir haben Unterstützung gerade. Ich glaube, wir haben echt Unterstützung. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube schon. Ich hab gehittet. Hier sind irgendwelche anderen Schiffe. Alle Mann an Deck! Auf Gefecht nach vorne. Das geht nach vorne, ist immer wichtig. Oh, ich bin viel zu schnell. Feuer! Echt? Wogegen gefahren? Volle Segel. Vielleicht nicht ganz so gut. Muss weg. Abfeuern. Und irgendwo eine. Ne, ich hab getroffen. Okay, okay. Jetzt los! Feuer! Boah, Leute. Das ist echter Stress. Nicht mehr lange und sie sind Fischfutter! Das ist richtiger Stress, ich sag euch's. Mein Schiff ist schon ein bisschen overpowered hierfür. Der Kleine da ist das Problem. Der erste Sniper. Den heile ich jetzt nochmal schnell. Lass die jetzt da drüben machen, was sie wollen. Geh weiter auf die Türme. Jetzt hier raus. Ich den Laden jetzt, hoffe ich irgendwie. Gib richtig, richtig Kette jetzt. Wickel die Schoten auf! In den Stall mit dir! Mein Junge, was soll das? Ich will den Laden plündern. Zeit zu plündern! Junge, der hat aber nicht angefangen zu plündern. Haha, was für ein Feuerwerk! Gut, was nun? Das sind 12er Schiffe. Wir haben den Sack der Sultana. Verschwinden wir von hier. Gleich haben wir sie. Oh, ich kann weg. Habt ihr gehört? Aber das ist ein 12er Schiff. Das da rumeiert. Ja, wir können gehen, ne? Segelt sichere Gewässer. In der Nähe bleiben, Kapitän. Muss irgendwo da hinten hin. Boah, Junge, Junge, Junge. Wir haben Besseres zu tun. Ja, auf jeden Fall Besseres zu tun. Volle Segel! Feuer frei! Rennen wir den Laden mal an. Repariert den Rumpf! Der macht's nicht mehr lange! Das ist jetzt heavy. Verstanden, Kapitän! Die Bombarde, damit habe ich nicht gerechnet. Dass die mich noch so hart hittet. Uff, 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 uff. Aber da brennt der Kahn. Und ist ruderlos. Oh Gott. Das heißt, es war völlig unnötig, dass wir da so stundenlang rumgeballert haben an dem Ding. Ja, ja, ist alles gut. Ich will nichts von euch. Wir müssen nur schnell nach Hause. Wie man sieht. Sucht Zuflucht in der Kelelava-Kammer. Das kriegen wir hin. Segelt durch seichte Gewässer, um die Handelsgesellschaft auszuweichen. Aha. Na sicher. Ob das damit irgendwas zu tun hat. Segel aus dem Wind! Ja, ich sehe ja Gott sei Dank, was gerade da vorne steht, ne? Da. Seht ihr ja nicht, ne? Was da steht an Schiffen? Was hat denn dieses Schiff vor? Fangen wir die Alunna! Oh, der Turm hier wird auch schon sauer. Leute, was wollt ihr denn jetzt von mir? Alter, muss ich jetzt einmal außen rum eiern oder was? Ja, mein Schiff hat leider nicht genug Leben dafür, deswegen. Einfach durchbomben könnte. Natürlich krass. Verfolgen mich halt immer noch. Ich bin natürlich durch seichte Gewässer segeln hier, ne? Da komme ich ja, glaube ich, nicht durch mit meinem dicken Ding hier. Aber mal gucken. Wir kommen da schon an. Heute eine bisschen längere Folge mal wieder. Hätte ich bei 20 Minuten mal doch ausgemacht. Aber, nö. Kosti! Wie da drüben! Schiff! Verfolgung auf! Nein. Sie haben uns fest im Blick!
Haben sie aber doch noch. Sind wir safe. Noch. Noch sind sie gelb. Alles gut. Irgendwas räuchert hier. Ein bisschen. Ist schon wieder so ein Kackschiff. Patrouillieren hier aber auch überall. Da scheinen sie ein ganzes Dorf platt gemacht zu haben. Da vorne ist wieder so ein Piskan. Ne, wir gehen da nicht rein. Versenke den einfach. Hör uns mal, ist ja nur Stufe 7, Mister. Feuer! Unterschossen, Kapitän! So. Mein Schwert ist euer Schicksal! Gott. Oh Gott! Vollgas. Versenker. Längsseits und entern! Fast getroffen. Mit denen geht es bald. Egal, die Geschütze hier werden auf jeden Fall schießen. Sie wollen uns retten! Ja. Ich weiß. Da kommt auf. Was ist jetzt los? Dieser Gegenwind-Scheiß immer. Dass dann auf einmal die Ausdauer leer ist, ne? Obwohl ich hier das Fressen drin habe für geiles Essen, für geile Ausdauer. Aber was willst du machen? Aua. Die langen Neuner sind leider auch nicht so schnell im Nachladen. Weg mit euch. Da ist noch einer. Na klar. Natürlich ist auch hier gleich schon wieder die halbe Flotte. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Hölle. Aber ihr kennt uns mal. Die sind so gut wie erledigt. Wir haben Feuerkraft. Nicht wahr? Wir haben, keine Ahnung, theoretisch eigentlich schon so ein 13er Schiff oder so. Von der Feuerkraft, glaube ich. Aber mal gucken, wann das erste Update so kommt. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird. Aber man weiß halt nicht, ne? Oder nah ran wollte ich nicht. Nicht gut. Ist nicht satt. Bleib bei Kräften. Essen ist wichtig. Können wir bitte Gas geben? Alter, es ist immer dieser Kackwind. Man kommt raus, wenn man diese Achtermünzen farmt. Ich habe ja so eine Farmroute. Bei uns da unten hier, ne? Kommen hier raus, fahr einmal rum, ne? Und dieser Weg hier ist immer Gegenwind. Und du denkst, ja, ist klar, Spiel. Jedes Mal. Mal gucken, wie gut er pre-aimt. Oh, sehr gut pre-aimt er. Voll getroffen. Oh ja, jetzt auch noch so einer. Oder was? Na klar. Alter, ist euer Ernst. Schatten dicht machen. Aber der ist im Kampf. Der ist nicht mit uns. Das ist gut. Der ist ein noch Runaway. Der jagt den. Ich hab keine Ausdauer irgendwie. Schon wieder. Aber das ist immer. Die hitten sich gegenseitig ganz gut hier. Den Wichser töte ich. Solitär! Ein kleiner Schuss! Achso, das macht der andere jetzt auch nicht, oder was? Natürlich dich halt auch. Ach, der eine Schuss ging zu früh. Egal. Da patrouillieren sie schon wieder, guckt sie an. Schnell, schnell, schnell. Entreißt sie den Wind! Das Schiff will ich mir aus der Nähe ansehen. Wir sind an Land. Haben wir geschafft. Achso. So, jetzt müssen wir da oben hin. Aber, wenn wir nach Suni fahren, muss ich ja nur den Stück machen zwar, aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an.
Hier haben wir ja was Neues bekommen, Ausrüstungsstück. Sehr interessant. Verringert den erlittenen Schaden. Und die und 100% im Status Veranker. Ist klar, ich ankere ja auch so oft. Aber egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich selber über Likes, Abos und Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.